Am Anfang war ein Frühstück irgendwo in Wien. Die Sonne scheint. Es ist ein herrlicher Frühsommertag des Jahres 2000. Die Regierung Schwarz-Blau hat gerade die Macht im Land übernommen und zwei Herren feilten an einem Masterplan. Genauso haben sie ihr Vorhaben genannt. Der Masterplan, wie Minister bei Privatisierungen in ihrem Zuständigkeitsbereich mitschneiden könnten. Der eine Mann war laut Protokoll bei der Staatsanwaltschaft der Kabinettschef des damaligen FPÖ-Ministers Michael Schmidt. Der andere war der damals noch hoch angesehene Lobbyist Peter Hochecker. Eine der zentralen Figuren, 11 Jahre später im Telekom-Skandal. Es gilt die Unschuldsvermutung. Für gute Ernte muss der Boden aufbereitet werden. Wofür in der Landwirtschaft die Ecke benutzt wird, soll in der Regierungszeit von Kanzler Schüssel Peter Hochecker eingesetzt worden sein. Kontakte in die oberen Polit- und Gesellschaftskreise waren das Erfolgsrezept für die PR-Agenturen von Hochecker. Beispielsweise Valora, was nicht nur für Lateiner vielversprechend klingt. Immerhin bedeutet der Name Wertsache oder Schmuckstück. Nicht nur einmal ist die Arbeit des Lobbyisten offenbar vergoldet worden. Allein bei der Telekom stehen Zahlungen über 25 Millionen Euro an Hochecker in den Büchern. Bei 9 Millionen fehlt eine erkennbare Gegenleistung, sagt das aktuelle Telekom-Management. Von der Immofinanz bekommt Hochecker zusammen mit Walter Maischberger fast 10 Millionen Euro. Die Immofinanz erhält bei der BUWOG-Privatisierung den Zuschlag für die 60.000 Bundeswohnungen. Das Gebot der Immofinanz in verdeckter Auktion ist knapp 1 Million höher als das zweithöchste Gebot. Der Verdacht? Hochecker und Maischberger könnten Insider-Informationen von ihrem Freund, dem damaligen Finanzminister Grasser, bekommen und weitergeleitet haben. Die Namen Hochecker, Maischberger und Grasser tauchen auch bei anderen Geschäften mit schiefer Optik auf. Etwa 2005, als sich Finanzminister Grasser dafür ausspricht, die Finanzlandesdirektion Oberösterreich in den neuen Linzer Terminal Tower zu übersiedeln. Kurz davor hatten Hochecker und Maischberger vom Baukonzern Porr 200.000 Euro bekommen. Die Rufe nach politischer Aufarbeitung, etwa der Telekom-Affäre, sind bisher ergebnislos verhallt. Denn für einen Untersuchungsausschuss ist eine Mehrheit im Parlament notwendig. Also bleibt der Opposition derzeit nur eine Sondersitzung. Die nötigen 1/3 der Abgeordneten haben FPÖ, Grüne und BZÖ gemeinsam jedenfalls.